Manche spotten, die CDU könnte im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta auch einen Eimer als Kandidaten aufstellen. Er würde gewählt werden. Ländlich, konservativ, berechenbar. Diese katholische Enklave im meist protestantischen Niedersachsen ist der Traum eines jeden CDU-Kandidaten, der gerade für seine Wahl kämpfen muss. Die Kanzlerin kommt. Die lokale CDU-Führung schwankt zwischen Freude und Nervosität. Vom bisherigen Abgeordneten Franz Josef Holzenkamp übernimmt jetzt eine Frau. Veränderung genug. Ich wüsste jetzt keine Sache, wo ich sagen würde, das mache ich komplett anders. Nein. Ich kenne Franz Josef jetzt auch schon eine ganze Zeit und wir verstehen uns sehr gut. Und vielleicht wird sich dann auf dem Weg irgendwas finden, was ich anders mache. Aber zur Zeit kann ich das einfach nicht sagen, nein. Die Marke Merkel zieht. Kein Bedarf für neue Ideen. Die kommen ja oft genug von der Kanzlerin selbst. Merkel kippt eine konservative Position nach der anderen, zuletzt bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da kommt sie geflogen. Gerade die Vorzeigewahlkreise erwarten einen Besuch der Kanzlerin. Neues verkündet sie nicht, nimmt den Protest gegen geplante Stromtrassen sportlich. Und es geht darum, dass manche denken nur an Stromleitungen, da komme ich dann auch noch dazu. Also, jedenfalls. Gegen die Kanzlerin sind sie trotzdem nicht. Proteste kommen nur von den Sozialdemokraten. CDU bin ich. Das ist einfach so, wir sind katholischen Menschen, nicht? Und man meint einfach, man muss die CDU dann auch wählen. Nicht? Weil hier alles streng katholisch ist und die wählen halt CDU. Hier auf dem platten Land ist die Arbeitslosigkeit verschwindend gering. Man ist stolz auf die hohe Geburtenrate. Die Sozialdemokraten frustriert. Die Kanzlerin nimmt ihnen die Luft zum Atmen. Frau Merkel ist wahnsinnig in die Mitte gerutscht. Und im Grunde genommen hat sie natürlich die Themen, die wir immer schon gespielt haben, übernommen. Er ist eigentlich chancenlos. Doch der SPD-Kandidat will sich nicht geschlagen geben. Naja, wissen tue ich ja nicht. Also die Wähler entscheiden am 24.09. und ich sage, ich kämpfe bis zum Ende. Die SPD hat ihren Wahlstand neben der Statue eines berühmten Springpferdes aufgestellt. Es gehörte dem Bruder von Paul Schockemöhle. Der erfolgreiche Springreiter fasst die Lage der SPD sportlich nüchtern zusammen. Grundsätzlich, das klingt zwar hart, ist meine Meinung, der Zweite ist ein geschlagener Mann. So schnell wird man bei der CDU das Pferd nicht wechseln, selbst wenn die Kanzlerin der Parteibasis weiter Richtung Mitte davongaloppiert.